was ist der richtige Reifen für mein Einsatzgebiet? Bei den normalen KTM oder generell Trekking-E-Bikes haben wir meistens so Reifen, ich würde mal eher sagen Straßenbereifung mit einem Pannenschutz, das heißt, da ist eine Pannenschutzeinlage drin, meistens so bis zu 5 mm, damit man sich kein Patschen führt, aber das Profil ist halt eindeutig eher straßenlastig. Gibt dann natürlich auch Cross-Bereifung, das heißt bei den Cross-Reifen oder Mountainbike-Reifen, da habe ich natürlich ein stärkeres, ein gröberes Profil, um halt im Gelände oder im Garage besser zurechtzukommen. Manche Menschen glauben, dass mit auf dem Schotterweg dann mehr Grip haben, wenn sie halt einen Cross-Reifen haben. Ja, mag ein bisschen besser sein. Nur prinzipiell die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wo bin ich mit meinem Rad meistens unterwegs? Ich sage immer, wenn ich 80% auf der Straße bin und 20% im Gelände, wird ein solcher Reifen besser sein? Und wenn ich aber sage, du, mein Gebiet ist hauptsächlich das Gelände, ich bin immer nur in die Berge, am Gras, im Schotter oder im Gatsch unterwegs, dann würde ich zu einem Cross-Reifen raten. Der Cross-Reifen hat den Nachteil natürlich einen schlechteren Abrollwiderstand, ist auch ein bisschen lauter, aber wie gesagt, beim E-Bike fällt das nicht so ins Gewicht. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umrüstung Ihres richtigen Reifens. Mein Name ist Florian Woracek aus der St. Pöltener Firma Red Blades.